Ein flauschiges Hallöchen, ihr Süßen, und willkommen zu einem neuen kleinen Let's Play hier auf dem Kanal. Ich brauche dringend was zwischen Bioshock Infinite und den DLCs davon. Und da ich hier einen Key für, einen Furz für Melusina bekommen habe, dachte ich mir, das wäre doch das perfekte Spiel, um es zwischenzuschieben. Das sieht mir ein wenig lustig aus und ein bisschen anders vom Spiel her. Es erinnert mich sehr an Mario. Und wir spielen einfach mal los. So, das ist unser Sigi. Sigi. Okay, ich kann mit den WASD und den Pfeiltasten steuern. Ich muss mich erstmal gucken, was ich machen kann. So, kann ich auch schießen? Ja, kann ich. Mit der G-Umschalt. Gut. Das heißt, vielleicht spiele ich einfach mit den Pfeiltasten und... Kann ich hier Dinge kaputt machen? Kann ich hier zum Beispiel ins Schloss rein? Nein. Oh, ich kann aber Lampen kaputt machen. Okay. Und da kommen dann teilweise Sachen raus. Und ich kann... Ich nehme an, der Code wird nahe Sigi stehen. Ja. Okay, wir haben... Oh, wo kommt diese schöne Stimme nur her? Ich glaube, er meint, dass das Hintergrundgeräusch und nicht sein Pups. Das bezeichnet er hoffentlich nicht als Stimme. Ich weiß übrigens nicht, inwiefern es hier Secrets und sonstiges gibt. Wir finden es einfach vielleicht raus. Daher kommt die schöne Stimme von einer Frau mit ordentlicher Oberweite. Hallo. Mein lieber Scholli, was hat die Lungen? Da geht einem die Luft aus. Und die Dame? Oh nein, komm zurück. Die Dame fällt verschränkt erstmal ins Wasser. Würde mir vielleicht auch so gehen. Das ist, glaube ich, ein Safe Point. Hoffe ich. So. Das ging ja voll in die Hose. Ja. Lieber Sigi, furzen ist nicht die perfekte Flirtmethode. Okay, mal so gucken. Da flogen die Leichen nur so. Ah. Oh, warte mal. Wölkchen kann man... Aber ich glaube, das war das erste Wölkchen, das wir gefunden hatten, oder? Wir können also teilweise den Boden... Ich würde sie gerne wiedersehen. Hm, das würden wir alle sehen. Für ihre wunderschönen großen Lungen. Okay. Manchmal ein bisschen schwierig zu treffen. Was haben wir hier? Ah, und wenn wir Sigi voll machen, also den Arm komplett sammeln, bekommen wir ein extra Leben. Und damit haben wir das Ende des Levels erreicht. Ja, wunderbar. Das ging ja flott. Das ist übrigens die ganze Karte. Größer ist das Spiel nicht. Das finde ich eigentlich ganz gut. Wie gesagt, ich wollte was... Ich laufe immer erst einmal nach links. Ich wollte was Kurzes, Knackiges. So, da ist auch schon der erste... Pfui, Zombies. Die töten wir natürlich, wenn wir sie sehen. Und da drüben sehe ich schon eine kleine Falle. Hier. Kann ich den? Ja, den kann ich auch von hier töten. Sehr gut. Bevor wir aber da reinlaufen, machen wir erstmal die Lampe kaputt. Manchmal kommen da ja Münzen raus. So, was haben wir hier Schönes? Sigi, das erste S, okay. Da sind auch Fallen, aber... Da komme ich doch eigentlich sicher auch ohne Sprunghilfe rüber. Genau. Ich weiß übrigens nicht, ob wir das durchspielen. Ich bin manchmal in solchen Spielen, das war ich auch schon bei Mario immer, super, super... Au! Oh, das sieht doch nach einem... Ja, Geheimgang aus. Sehr schön. Okay. Wenn ich hier wieder rausgehe, wo... Ah, dann lande ich einfach wieder hier. Da habe ich schon fett abgeräumt. Alles klar. Dann gehen wir da nicht nochmal rein, denn ich bin hier... Aua. Ich weiß nicht, nach welchem... Ich weiß nicht, nach welcher Logik wir manchmal diesen... dass wir was kaputt machen und wann nicht. Ich habe keine Ahnung. So. Wir sind ja aber auch gerade mal erst im zweiten. Vielleicht lernen wir das ja noch. Kann ich eigentlich auch auf die Köpfe von meinen Gegnern springen? Ja, das kann ich auch. Perfekt. Das ist ja schön. Das heißt, ich kann auch ganz nach Super Mario-Manier einfach denen auf den Kopf springen und dann macht's Bam. So, da war nix. Brutzelhütte. Ich glaube, Brutzelhütte heißt immer unser Ende. Also nicht das Ende von uns, sondern das Ende vom Level. Ja, die muss einmal sterben. Wir haben ja Sigi wieder voll bekommen. Also, zack. Yay! Lecker Schmackofatz, damit wir auch gut...
gut gelaunt weiterkommen. Mal kurz. Wir sind bei Level 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Es sieht nach 20 Leveln aus und einer tödlichen Höhle. Wobei ich nicht weiß, ob die Höhle ein eigener Level ist. Also gehen wir mal weiter. Schade, nichts. Ich habe auch ein anderes Spiel, was ich mir sehr überlegt habe, ob ich es spielen soll. Das nennt sich Ares Action und ist ein einziges Fallenspiel, aber da wusste ich nicht, ob ich tatsächlich... ich will warten, bis die unten sind. Ne, die laufen so doof. Immer hier so. Passt. Das ist ein... Ist das ein Grabstein? Ja, der fängt unser Schwert ab. Chili-Soße. Und wir haben... Okay, die haben wir. Und da hat's... Ich weiß wirklich nicht, nach welcher Logik hier Dinge explodieren. Das erste S von Sigi. Bisher hat es ja super geklappt mit dem Finden von allem. Okay. Auch hier. Oh. Oh, das sind also andere Waffen. Die verhalten sich auch anders. Das muss ich ein bisschen zielen. So. Aber kriegen wir alles hin. Oh, da ist noch einer. Zwei. Ich bin sicher, das sind alles Dinge... Und da unten, hallo. Guck mal, da unten sehe ich doch, dass es weitergeht. Hui, hier unten ist es dunkel. Aber sonst passiert hier nichts weiter. Dann gehen wir da hoch. Essen, Safe Point. Oder Safe Point. So. Und ein bisschen zielen, damit das Vieh erwischt wird. Ich will nicht riskieren. Ich bin beim Draufspringen immer schon sehr schlecht gewesen. So vielleicht? Jawohl. Also ich war schon immer total schlecht im Draufspringen auf Gegner. Warte mal, ich habe ein I verpasst. Wo? Moment. Ich habe irgendwo ein I verpasst. Wo habe ich ein I verpasst? Hier haben wir erst das S bekommen. Da muss irgendwo hier das... Aber wo? Ah! Okay. Da, schau an. Wir sollten öfter mal... Okay. Jetzt haben wir aber leider nicht mehr dieses tolle, komische Ding zum Werfen. Oh, da ist ein Piranha. Wir warten, bis der da war. So, jetzt müssen wir... Nein! Ach, verdammt. Okay. Da bin ich nicht gut gesprungen. Moment. So, da haben wir es geschafft. Und 9 Leben sind unser. Ich weiß nicht, hatten wir vorher schon 9? Ich bin mir nicht sicher. Aber wie gut, dass wir einmal zurückgegangen sind. Dann haben wir das Sigi komplett gefunden. Level 3. Jetzt möchte ich öfter mal... Die Musik wird ein bisschen... Die Natur ruft. Ich habe ein bisschen Angst, was bei dir da ruft. Okay, wir müssen auf jeden Fall ein bisschen timen bei den Fischen, damit wir nicht versehentlich ins Maul von so einem Vieh springen. Ja, wir hatten wohl vorher schon 9 Leben. Da habe ich es versemmelt. So. Ich versuche vorsichtiger zu sein. Warte mal, hier vielleicht? Nein. Hätte ja sein können. So, 9. Wow. Okay. Und ich sehe hier auch einen Fisch. Und ein Lämpchen mit Goldcoin versteckt. Jetzt habe ich, glaube ich, den Fisch getötet tatsächlich. Das gefällt mir. Der Baum, der steht hier sehr verdächtig. Wow. Warte mal. So, bevor wir irgendwas machen, kann ich mit dem Baum irgendwas anstellen? Kann ich den irgendwie treffen? Kann ich das Astloch irgendwie treffen? Nee, kann ich nicht. Okay. Geht's hier? Ah, schade. Ich dachte, ich probiere es mal, ob es hier runter geht. Bleibt der Darm stumm, bietet ihr noch eine Fritte an. Oh, und ich sollte vorsichtiger sein. Ich merke es. Ich sollte viel vorsichtiger sein. Uns werden sonst nachher Leben fehlen an irgendeiner Stelle.
Erstmal will ich hier runter. Ah, da ist eine Blume, die... So. Hier leider nichts. Au. Da gibt's einen Pilz. Und ein Geheimnis. Aufs... Oh, wir haben das G verpasst. Wo habe ich denn das G verpasst? Wir bräuchten jetzt natürlich dringend Leben. Ich kann mal gucken, ob ich irgendwo auf dem Rückweg vielleicht ein G finde. Aber wo könnte ich das verpasst haben? Spontan muss ich jetzt an den Baum denken. Der Baum sieht so aus, als wäre da was. Ich versuche mal irgendwo den... Nee. Ich habe keine Ahnung, wo wir das G verpasst haben, leider. Was ich aber gesehen habe, ist, dass es hier runtergeht für ein paar Münzen. So. Jetzt haben wir die lustige Schlange. Da geht's auch nicht weiter. Boah, uns fehlt leider das G von Sigi. Jetzt haben wir ein Sie. Und wir haben Leben verloren. Viel zu viele. So, auf zu Level 4. Da holen wir uns jetzt einfach noch eins. Da holen wir uns das Sigi wieder komplett und gut ist. So, jetzt haben wir wieder, glaube ich, diese Chain-Dinger. Genau. Ah, immer wenn wir genug Münzen zusammen haben, kriegen wir auch ein extra Leben. Irgendwie gefallen mir die Fledermäuse nicht. Moment, auch der Baum hier ist... Ich traue den Bäumen hier nicht. Irgendwie sind die mir zu... Ich weiß auch nicht. Ah. Okay, ich bin mir fast sicher, da sollte ich jetzt nicht runter. Sehr gut. Autsch, das war nicht so gut. Okay, das sind also Wurfmesserchen. Nee, sehe ich jetzt nicht so. Das ist jetzt ärgerlich. Bleibt der Darm stumm, bietet ihr noch eine Fritte? Ja, das kennen wir ja schon. Und wieder ein Äxtlein. Das ist das I von Sigi. Wer will eine Kopfmassage? Oh, der mittlere sieht so aus, als würde er wollen. Und vielleicht auch noch. Kriegen wir den auch noch? Jawoll! Kriegen wir den hinten auch noch? Ah. Nja. Nja. Ich will den aber haben. Ich will. Die fliegen manchmal unterschiedlich weit, habe ich das Gefühl. So. Jetzt haben wir den erwischt, das ist super. Na, die Münze will ich. Ich brauche alles, was ich kriegen kann hier an guten Sachen. So, da ist schon die Brutzelhütte. Hilfe. Okay, gut, dass das nach unten fällt. Da können wir ein paar von den Viechern loswerden. So. Na? Also mein Timing ist echt nicht so... Okay. Vom Timing her sollten wir die meisten erwischt haben. Und jetzt haben wir sie alle. Oh, da geht's weiter. Oh nein. Okay, wir sind zum... Da habe ich schon... Ah, schade. Wir dürfen dann nur einmal rein. Aber wir haben Sigi immerhin komplett. Und damit 10 Leben. Das ist doch ganz gut. Und 99 Münzen. Oh, Coin Hoarder. Yay. Also bis Medusina bin ich schon mal gelaufen. Jetzt geht's... Level 5, den haben wir schon geschafft. Okay, die Sternchen geben keine Auskunft darüber, ob wir das Sigi komplett haben. Okay, Level 5 sieht anders aus. Es ist ein roten Böbbel. Die hatten bisher keine roten Böbbel.
schmeiße ich Äxte und ich komme nicht dran vorbei, das hier aufzuheben. Wurfmesser. Was ist denn das? Mach mich fertig. Ist das Johann der Blinde? Ich denke, er hat schon bessere Tage gesehen. Der kriegt jetzt den Hintern versohlt. Den Hintern versohlen, ja. Okay. Aua, das hat wehgetan. Okay, da hat das erste Herz halt weg. Oh, nicht so ein Kackvogel schon wieder. Okay, der ist weg. Au. Moment, den kriegen wir. Drei sind weg. Vier Herzchen sind weg. Leider ist auch bei uns das erste Leben schon so ein bisschen mau. Aua. Der ist recht zäh, ja. Neun Leben haben wir noch. Ich warte jetzt, bis er einmal vorbei ist. Oh nein, ich bin schon wieder so ein Kackvogel. Okay, den Vogel sind wir losgeworden. Okay. Okay, bisher läuft's halbwegs okay, würde ich sagen. Autsch, das war nicht so gut. Okay, den kriegen wir aber. Ich warte mal, bis der jetzt wieder auf die andere Seite läuft. Vielleicht sollte ich auch nicht immer warten. Oh. Autsch. Okay, wir haben noch immer noch 9 Leben, das ist gut. Es wird nur gerade so ein bisschen eklig mit den Gegnern hier dazu. Okay. Ich weiß nicht, wie... Oh, wir haben ja schon... Okay. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, er braucht auch Wurst und sowas, glaube ich, sagt er da. Habe ich das gerade richtig gelesen? Zumindest kenne ich den Spruch so irgendwie. Oh, oh. Moment, den kriegen wir jetzt aber... Oh. Okay, also gerade versaue ich so ein bisschen. Es werden irgendwie immer mehr Gegner. Autsch. Unsere Leben gehen rapide runter. Das ist nicht so gut, aber er macht zum Glück auch seine Kumpanen hier kaputt. Wenn er sie mal treffen würde, ne? Oh, jetzt wird es aber echt ein bisschen viel. Okay. Er hat aber nur noch 2 Herzen. Das kriegen wir hin irgendwie. Wir haben aber auch nur noch wenig Leben. Ein Herzchen hat er noch. Okay, das kriegen wir irgendwie hin. Jawoll, wir haben es geschafft. Der hässliche Oger. Was ist denn das eigentlich? Wir haben ihn besiegt. Wow. Das explodiert. Too blind to see. Sehr gut. Da pupsen wir einmal drauf. Das ist schön. Wir haben 100 Zombies getötet. Waren das echt schon so viele? Ich glaube, weil ich ein bisschen die ersten Level mal gespielt habe. Das ist immer... Ich versuche dann immer so ein bisschen reinzukommen in die Spiele. Um zu gucken, okay. Was gibt es zu entdecken? Wie spielt man so? Kann ich hier eigentlich irgendwas... Nein, kann ich nichts kaputt machen. Das habe ich zum Beispiel jetzt beim ersten Antesten nicht... nicht rausbekommen, dass man hier solche Sachen kaputt machen kann an der Wand. Und dass man dann auch noch irgendwelche Secrets bekommt. Apropos. Okay. So. Und bis zum blinden Johnny bin ich irgendwie auch nicht gekommen. Moment. Das hier ist mir, scheint mir immer so suspekt. Wenn man hier so Reifen hat. Aber diesmal nicht. Oh. Da hat er uns schon wieder ein bisschen was abgezogen. Wurfmesser sind unser. Ich guck mal, ob wir hier irgendwo rein können. Nein, können wir nicht.
es macht schon Spaß. Muss ich zugeben, es ist silly. Das muss ich... Ist so, aber es macht halt auch tierisch Spaß irgendwie. So, und ich will da drüben rein. Kann ich da rein? Nee, kann ich nicht. Jetzt muss ich da abpassen, dass wir da wirklich draufspringen auf den Reifen. Ha, ich wusste es doch. Das... Oh, da ist das G drin. Jetzt mal gucken, was hier so drin ist. Eine Kiste. Kurz das G hier hinten einsammeln. Und wir dürfen ja hier immer nur einmal es versuchen. So, deswegen... Ist hier irgendwas... Warte mal, da leuchtet es. Da leuchtet es. Ah! Was ist das? Wow! Goldener... Golden Grail. Also ein goldener Gral. Das ist schön. Es gibt also auch kleine Secrets in diesem Spiel. Das gefällt mir sehr gut. Da können wir nicht rein. Na, hier drüben vielleicht? Auch nicht. Und da gibt es das Sie und wir haben wieder... wir haben wieder 6 Leben. Und wieder bei der Brutzelhütte ankommen. Sehr schön. Das finde ich sehr gut. Ich weiß gar nicht, was passiert, wenn wir ein Game Over haben. Ob wir dann praktisch mit unseren Leben, die wir hier gesammelt haben, wieder durch können. Wir könnten vermutlich theoretisch zurück und nochmal Leben sammeln. Das würde dann sicherlich gehen. Was ist das denn für ein Reifen hier? Ach, einfach nur hoch. Ja, aber das kriegen wir auch so hin. So. Aber wir rutschen hier deswegen. Wir rutschen hier ein bisschen. Okay. Habt ihr früher eigentlich Super Mario gespielt? Ich muss zugeben, ich eher selten, weil das haben meistens meine Cousins und mein Bruder gespielt und ich durfte da nicht so richtig mitmachen, weil ich noch zu klein war und es nicht richtig konnte. Und da wollten die Jungs natürlich das lieber sogar wie die Profis, wisst ihr, so richtig so, hey, wir können das voll gut und der kleine Schwesterchen muss da nicht unbedingt so. Okay. Müssen wir gucken, dass wir die Kiste hier bekommen. Na, Kiste? Weil ich mich nicht ganz nah davor stelle. Jawohl. Wir kriegen eine Axt, sehr gut. So. Die Bäume erscheinen mir immer noch verdächtig. Ganz ehrlich, die Bäume finde ich immer noch irgendwie... Naja, als wär da was. Als müsste man irgendwie mit denen interagieren können. Vielleicht bin ich aber auch nur ein ganz kleines bisschen paranoid. Schade, hier ist nichts. Ah, hier ist was. Gucken, was wir... Oh, da muss ich wieder aufpassen, dass wir tatsächlich auf den... Nein, verdammt. Da dürfen wir jetzt nicht mehr rein. Mist. Oh, fast nicht geschafft. Okay. Wir müssen alle Münzen mitbekommen, mitnehmen natürlich, die wir kriegen können. Hallo? Könntet ihr bitte mal sterben? Uah. Nicht zu nahe kommen. Don't get touchy. Ich mag keine Touchy-Touchy-Monster. Und da oben gäbe es auch noch was. Wie komme ich denn da oben hin? Ah, ich sehe, wie ich da oben hinkomme. Dann gehen wir doch mal ganz da nach oben. Sag mal jetzt. Okay, wir müssen gar nicht springen. So. Yay! Das hatten wir nämlich schon mal mit den, Wölkchen. Die sinken dann ab. Und schon haben wir das Siegel komplett. Und sind durch. Und ich würde mal sagen, nach dem Level machen wir da jetzt auch eine Pause. Ich finde, das ist tatsächlich also mir persönlich ist es eine willkommene Abwechslung zu Bioshock Infinite. Die DLCs werden kommen, aber erstmal war das jetzt ein bisschen Sigi, ein Furz für Melusina. Seine geliebte Meerjungfrau mit den großen Lungen. Mir macht es Spaß. Ich hoffe, ich werde es durchbekommen. Das wäre ganz schön. Wenn nicht, dann tut es mir leid. Aber wenn ich ewig an irgendwelchen Bossen hänge, dann, ich gebe es zu, bei solchen Jump'n'Run-Sachen habe ich dann eher weniger das Bedürfnis, die dann so komplett durchzuziehen. Wir sehen uns dann das nächste Mal wieder bei Level 8. Hoffe ich.
oder bei einem anderen Let's Play mal gucken. Vielleicht. Es wird jetzt erstmal, die Woche wird es erstmal Sigi geben, außer wir kommen wie durch ein Wunder im nächsten schon durch. Aber die Woche gibt es dann erstmal Sigi und ab nächster Woche gibt es dann die Bioshock Infinite DLCs, wobei ich nicht weiß, ob wir Kampf in den Wolken machen. Das ist einfach nur so ein Kampf-DLC, das ist ja nicht ganz so meins. Aber das war's jetzt erstmal. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Das Spiel ist übrigens nicht sehr teuer, es ist super lustig, finde ich. Es hat, der Furzhumor wird nicht übertrieben. Es ist halt, es ist lustig, aber es ist nicht total nur Furz. Das finde ich sehr gut. Ah, und es ist wunderschön gemacht. Es steuert sich sehr gut, die Kämpfe sind, ja, den Boss fand ich ein bisschen schwierig, aber ich stelle mich immer doof an bei Bossen, von daher ist es keine Aussage, wenn ich den schwierig finde. Macht euch auf jeden Fall noch einen flauschigen Tag, spielt vielleicht auch selber mal Sigi, ein Furz für Melusina. Und hoffentlich dann bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Bye, bye.